Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal Raftermann für euch in seinem Rasen. Ich komme direkt aus dem Urlaub zurück und seht euch an, wie mein Rasen aussieht. Er ist fast komplett kaputt. Im Gegensatz zu letztem Jahr, wo es immer im Urlaub geregnet hat. Ich habe ja keine Bewässerungsanlage oder sowas. Ich mache das alles manuell. Noch nach dem großen Umbau. Dann habe ich hier auch eine Bewässerungsanlage. Aber letztes Jahr hat es geregnet, dieses Jahr nicht. Plus mittlerweile Woche 13 bei uns ohne Regen. Der Rasen ist hier komplett im Arsch. Auf der Seite ist er fertig, da drüben und da unten. Es ist der absolute Wahnsinn. Nur in der Mitte, wo wirklich die Rasensprenger immer gestanden waren, hier und da, da ist er noch grün und auch weiter gewachsen, weil er da feucht genug war. Ah, totales Chaos. Für euch aber die super Gelegenheit, bei mir auf dem Kanal zu verfolgen, wie ich dieses Mess wieder in Ordnung bringe, sodass auch dieser Rasen hier wieder grün wird. Was ist dabei jetzt wichtig? Wichtig ist auf jeden Fall, jetzt nicht unnötig auf der Rasenfläche rumlaufen, weil sonst hat man zum Schluss plötzlich nur noch tote Erde da. Was man jetzt auch nicht machen sollte, vertikutieren und lüften, weil dann ziehst du dir den ganzen Scheiß raus. Da steckt noch Leben drin, man muss nur dran glauben und es schön bewässern. Dann sollte der wieder kommen. Also insofern, ihr seht, wie es bei mir auf dem Kanal weitergeht mit dem Rasen. Und dann gibt es jetzt für euch auch noch ein weiteres Update, ein Terrassen-Update. Und zwar Terrassen-Update soweit. Habt ihr es, glaube ich, schon mal erwähnt. Der Kies ist alles da. Haufenweise. Hier vorne haben wir es fertig gemacht. Das sieht auch geil aus. Ja, so wird das dann mal. Nice. Alles selbst gemacht. Also, hinten haben wir auch schon die ersten Reihen gelegt. Vier Reihen haben wir da schon gelegt. Ja, ne? Wird hammer geil. Ja, euer Raftermann ist ein Spitzenheimwerker. Absoluter Top-Typ. Empfiehlt mich auf jeden Fall weiter. Jeder, der irgendwie was zu gucken haben will und sich über irgendwas interessieren will oder informieren will, der kann bei mir reinschauen. Ja, aber ich weiß, viele von euch schauen bei mir zu, hauptsächlich wegen dem Rasen. Aber den kriegen wir auch wieder hin. Also, macht euch da keine Gedanken. Ist leider weniger raus, also leider, zum Glück weniger rausgewachsen als letztes Jahr. Ne, 5, 6 cm vielleicht. Sieht man halt auch daran, wie wahnsinnig trocken es war. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht mähen. Ich gehe da gar nicht drauf. Jetzt habe ich natürlich da hinten, haben sich jetzt auch Unkräuter eingeschlichen. Die werden wir auch bekämpfen. Da hauen wir mal demnächst schön die richtig dicke Chemiekeule wieder drauf. Greenpeace kann mir die Rechnung schicken. Und dann wird der Rasen auch wieder richtig geil. Bin ich fest davon überzeugt. Lasst mir einen Daumen da, ein Abo und so weiter. Empfehlt mich euren Freunden. Schaut bei mir auf dem Shop vorbei. Da gibt es solche coolen Lawncare-Lifestyle Freizeit-T-Shirts oder auch Arbeits-T-Shirts. Ich ziehe die mittlerweile nur noch an, weil sie sau bequem sind, atmungsaktiv, Stretch und so weiter. Ihr wisst, wie das läuft, ne? Bodyfit, geil. Und Rasen, sehen wir dann. Läuft alles. Also, Daumen da lassen, Instagram gucken, Twitter gucken bei mir und mich immer schön weiterempfehlen. Bis bald, ciao!